Wird SPD mit den neuen Powerlifting Knee Sleeves endlich Inser vom Thron stoßen? Ich habe die neuen Sleeves hier und werde sie für euch testen. Das Resultat zum Schluss könnte dich vielleicht schockieren, also dranbleiben lohnt sich. Und bevor wir diese Sleeves testen können, sollten wir die Hauptaufgaben kennen. Sleeves unterstützen beim Kniebeugen und werden von Elite Athleten nicht grundlos im Training und an Wettkämpfen getragen. Für mich persönlich sind Knee Sleeves nebst einem guten Gürtel das wichtigste Equipment fürs Training. Denn sie erfüllen zwei Hauptaufgaben. Erstens, sie halten deine Knie warm, was dann das Verletzungsrisiko verringert. Und zweitens unterstützen sie dich beim Kniebeugen im untersten Punkt. Indem das Material zusammengedrückt wird, verhalten sich Sleeves wie eine Feder. Beim Umkehrpunkt im Squat wird dann diese gespeicherte Kraft freigegeben und wieder zur Beschleunigung nach oben genutzt. Je nach Sleeve kann das zwischen 5 bis 15 Kilo im Squat ausmachen. Außerdem sind an Powerlifting-Wettkämpfen der IPF Sleeves erlaubt. Das größte Update ist, dass bei den V2 ein hochdichtes Neopren gebraucht wird. Das macht sich auch beim Gewicht bemerkbar. Denn die neuen Sleeves sind ca. 25% schwerer. Und jetzt kommt das Wichtigste. Neu sollen die Sleeves mehr Kompression und mehr Oberflächenkontakt mit dem Knie während der ganzen Kniebeugung bieten. Außerdem sind die Größentabellen auf der Webseite identisch, wobei die V2 eher ein bisschen enger ausfallen als die V1. Wenn du also bei den alten gerade so noch in eine S reinkommst, wäre mit den neuen wahrscheinlich ein M besser. Und zum Schluss kommen wir zum Preis. Dieser ist neu. 124,90 € in der Schweiz bzw. 119,99 € in Deutschland und in Österreich. Und für die Schweizer Zuschauer habe ich ein Goodie. Wenn du bei SPD Schweiz bestellst, dann kannst du meinen Code EMRYSENIO5 eintragen und kriegst ein bisschen Rabatt. Den Link zu den Sleeves werde ich dir unten in die Beschreibung packen. Die wichtigste Frage ist nun, können die neuen Sleeves die Ergo Pros von Inser vom Thron stoßen? Für die, die es nicht wissen, vor circa 2 Jahren hat die Firma ein Konkurrenzprodukt lanciert. Mit den Ergo Pros hat Inser als erste Firma das Sleeve Game auf das nächste Level gebracht. Durch ein dickeres Neopren haben die Sleeves mehr Support gegeben, aber sie haben große Qualitätsprobleme. Einige Athleten, die ich kenne, haben bereits ihr zweites oder drittes Paar, weil die Sleeves immer kaputt gehen. Viele andere Marken haben bereits nachgezogen, Titan mit den TKS oder A7 mit den Rigor Mortis. Nur SPD nicht. Und dann liegte letztes Jahr die Liste der zugelassenen Equipments von IPF durch. Auf der Liste war ein Produkt sehr prominent, die SPD Knee Sleeves V2. Jeder wusste damit, das ist die Antwort von SPD auf Inser. Und jetzt sind sie nun endlich draußen und wir gehen der Frage auf den Grund. Ich habe Top-Athleten aus Deutschland und Österreich ebenfalls gefragt, ob SPD mit den Insern mithalten kann. Und interessanterweise habe ich unterschiedliche Antworten gekriegt. Aber der Tenor ist, dass die Inser mehr Unterstützung geben als die SPD V2. Und die Frage, die ich mir jetzt nun stelle, hat SPD jemals mit den Inser Ergo Pros überhaupt konkurrieren wollen? Haben sie es einfach nicht geschafft oder möchten sie einen anderen Weg gehen? Ich denke nicht, dass SPD nicht in der Lage ist, die Inser Ergo Pros kopieren zu können. Denn SPD ist ein großes Unternehmen und hat viel Kohle. Entweder möchten sie das gar nicht oder sie bringen später eine neue Version der Sleeves raus mit ähnlichen Eigenschaften wie die von Inser. Deshalb denke ich, dass die neuen Powerlifting Knee Sleeves von SPD genau da sind, wo sie sein sollten. Sie geben mehr Support als die normalen Sleeves, aber konkurrieren nicht mit den Insern. Und außerdem ist die große Frage, wie misst man überhaupt mehr Support? Nur weil die Sleeves sich enger anfühlen, heißt das ja nicht, dass sie dir auch beim Kniebeugen wirklich auch mehr Support geben. Wenn du also die alten Sleeves hast und dich fragst, ob sich ein Upgrade lohnt, dann empfehle ich dir, diesen Kanal zu abonnieren. Bis dann!